Hallo, ihr Lieben. Ich komme gerade von draußen. Ich habe ein Postpäckchen bekommen. Ich habe mir hier so drei verschiedene Linsen für meine Handykamera bestellt, weil ich filme ja alles für euch immer mit meinem Handy. Und die wollte ich einfach mal mit euch zusammen gleich testen und auspacken. Da wollen wir mal sehen, was das so bringt und was das so kann, ne? Ich bin gespannt. So, ich würde sagen, wir gucken uns einfach erstmal an, was da drin ist. Eine Fisheye-Linse, eine Makrolinse und eine Weitwinkellinse. Für mich ist besonders interessant diese Weitwinkellinse. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach erstmal hier zusammen aus. So ist das Ganze dann in dem Paket. Wir haben hier einmal so ein kleines Beutelchen, wo man dann halt diese ganzen Linsen reinmachen kann. Dieser Clip, womit die Linse dann befestigt wird am Handy. Und da ist jetzt auch schon eine Linse drauf. Und so, da seht ihr es jetzt. Das steht da sogar drauf an der Seite. Das ist jetzt hier diese Fisheye-Linse, die schon auf der Kamera drauf ist. So, und ich würde sagen, die probieren wir dann auch als erstes aus. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch das am besten mit dieser Perspektive. Dann testen wir mal. Ich setze jetzt die Linse mit dem Fischei auf die Kamera. Das ist jetzt die Perspektive auf dieses Bild mit der Fischei-Linse. Ich finde, das ist ganz interessant, weil das hätte ich gar nicht erwartet. Okay, wenn man weiter weg ist, wird das unscharf, aber je näher man rangeht, bekommt man da wirklich, glaube ich, auch ganz gute Fotos mit hin. Finde ich sehr interessant. So, ich stehe jetzt mit der Weitwinkellinse an der gleichen Stelle wie gerade mit dem Fischei. Und ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass das wirklich weitwinkliger ist, als es vorher war. Das Einzige, was ich gerade festgestellt habe, ist, dass für meine hintere Kamera, also die Hauptkamera, halt einfach diese Adapter wohl etwas zu klein sind, weil man sieht ja hier rechts und links unten in der Ecke halt einfach diese Abrundung. Die könnte man ja notfalls rausschneiden. Deshalb teste ich das Ganze jetzt einfach nochmal mit der Frontkamera. So, ich habe mich jetzt hier ans Fenster gestellt. Ich habe jetzt immer noch das Weitwinkel Linsenobjektiv auf der Kamera drauf. Und wie man sieht, hat man auch, obwohl diese Kamera hier, die Frontkamera kleiner ist, immer noch hier in den Ecken diese Rundungen. Ne? Egal, wie man das verschiebt. Ist einfach doof irgendwie. Für Fotos kann ich mir dennoch vorstellen, dass es gut ist. Ich teste jetzt nochmal das Fischei aus. Soll ich euch was sagen? Was ich richtig schade finde, ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, nur dieses Weitwinkelding einzeln da drauf zu tun. Dafür ist diese Schraubverbindung für diesen Adapter zu klein. Also man kann dieses Weitwinkel nur in Verbindung mit diesem Makro-Aufsatz verwenden. Ich meine, das ist jetzt halt einfach so ein kleines Handy-Gadget gewesen, das hat mich jetzt 2 Euro Versand gekostet, von daher ist das jetzt nicht schlimm. Aber ganz ehrlich, für Fotos kann ich mir vorstellen, ist das vielleicht mal eine ganz nette Spielerei oder so. Ich habe jetzt natürlich nicht getestet, Fotos zu machen, aber für Videos oder sowas kannst du das einfach total vergessen. Da kann man sich die 2 Euro wirklich sparen. Na, ich teste mal, ob ich da vielleicht ein ganz interessantes Foto mit hinbekommen könnte. Kann ja möglich sein. Ne? Dann kann man sich ja diese runden Ecken, die man da halt am Rand hat, einfach rausschneiden. Ne? Könnte vielleicht noch eine Möglichkeit sein. Für Videos ist das ein absoluter Fail für meine Empfinden. Also habe ich mir anders vorgestellt. Dennoch war das eine Erfahrung. Und die wollte ich halt gerne auch mal mit euch teilen, ne? Man muss ja nicht jeden Tag hier, ne? Halligalli machen. Man kann ja auch einfach mal solche Erfahrungswerte teilen. Ich habe mir das nämlich wirklich ganz, ganz, ganz anders vorgestellt. Ne? So, ihr seid jetzt auch schlau. Kauft euch am besten dieses Handy-Gadget nicht.
Bevor ich jetzt losgehe und das wieder vergesse, im Anschluss zu sagen, diese Fotos, die da abgebildet sind im Internet, die man da teilweise sieht, ne, wo dieses Produkt da beworben wird, die sehen ja manchmal richtig toll aus und dies, das, jenes, ne, kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass man die hinkriegt. Ich habe das gerade mal versucht, ne. Hör mal, wer stellt denn bitte draußen auf der Straße, wenn man unterwegs ist, sein Handy auf ein Stativ? Also ich nicht. Das ja nicht, macht das einer von euch? Wollte ich noch mal hier eben dran fügen, ne? Der Komplettheit halber. So ist das. Also ist schon eine krasse Sache. Erfahrungen gesammelt, ey. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ein Gadget, das man nicht haben muss. Schön, jetzt bin ich wirklich weg.